Neues Spiel. Busch. Kapitel 1. Okay. Wo habe ich in meinem Entwurf Gelb verwendet? Der endgültige Entwurf des Bildes, das ich an die Ausstellung in New York schicken werde. Hoffentlich werde ich angenommen. Jetzt bin ich mal gespannt. Ich auch, ich auch. Also die Sensibilität könnte schöner sein. Es gibt leider keine Einstellung dafür. Ah, aber das ist doch schön geworden. Sehr gut. Diesen Bereich habe ich schon fertig. Ich muss vorsichtiger sein. Dieser Bereich. Ah. Okay. Gelbe Farbe. Ich liebe diese sonnige, leuchtende Farbe. Ein Entwurf für meine Arbeit für die Galerie. Wird er akzeptiert, komme ich meinem Traum einen Schritt näher. Okay, das heißt, hier. Nach so vielen Versuchen fühlt es sich endlich richtig an. Hä, aber das hier hat doch gar nichts mehr mit dem Bild zu tun. Ein Schritt näher an der Ausstellung. Jetzt ist aber fertig mit Gelb, oder? Ah, nee. Ja. Sehr gut. Ah, I see. Ein alter Pinsel, ein häufig benutzter Pinsel, er leuchtet schon in allen Farben, leistet aber noch ausgezeichnete Dienste. Okay. Was für ein wunderschöner Tag. An so einem Morgen fühlt man sich gleich noch viel kreativer. Eine friedliche grüne Landschaft und einige Berge in der Ferne. Aber irgendwas fehlt. Das ist ein Lebensmittelladen. Der rote Schirm ist so markant, aber man hat das Gefühl, dass das im Bild was fehlt. Ich bin ja jetzt mal auf dem Maus gewechselt, weil die Sensibilität vom Controller ist schrecklich. Soll ich etwas Musik anmachen, um die Stimmung zu heben? Ah. Läuft. Und was mache ich jetzt? Meine früheren Werke. Damals war ich noch eine freiberufliche Grafikdesignerin. Ein Roman, den ich immer wieder vor dem Einschlafen lese. Das ist jetzt viel zu laut. Wait a moment. Besser? Ah, mein Magen knurrt. Höchste Zeit, dass ich mir Frühstück mache. Ich hoffe, Lautstärke ist besser. Aber ja, das war jetzt viel zu laut. Ein Roman, den ich immer wieder vor dem Einschlafen lese. Später werde ich wieder in ihn eintauchen. Besser, okay, danke schön. Mein Magen knurrt. Höchste Zeit, dass ich mir Frühstück mache. Ich habe nur die Hälfte meines Anschreibens geschafft. Muss mich jetzt um den Rest kümmern. Oh, dear Barb. Hope this letter finds you right. I'm a graphic designer and illustrator. Art has been my passion
all my life. Hope you can consider me as one of your contracted assets next year. Thank you. Saving. Ich glaube, ich mache Schluss für heute. Morgen ist auch noch ein Tag. Da stand sowas wie, ich hoffe, dieser Brief findet dich. Ich bin passionierte Zeichnerin und so Sachen. Im Notizbuch halte ich meine Gedanken und Reisenotizen fest. Jede kleine Idee ist wertvoll für mich. Ey, ich will es lesen. Ein Skizzenbuch, das ich häufig verwende. Es enthält nicht wenige Übungsskizzen. Was ist das? Bedeutet das Muster auf dem Kästchen was? Okay. In diesem Zimmer ist es hell genug. Ich muss das Licht nicht einschalten. Die zwei auf dem Bild scheinen sich nahe zu sein. Ich frage mich, wie sie zueinander stehen. Hä, das macht Spaß? Der Sessel, auf dem ich normalerweise lese, und ein paar andere Sachen. Wo ist denn Sessel noch da? Okay. Ich hoffe, meine Bilder eines Tages in New York auszustellen. Ich kann mich jetzt nicht ausruhen. Ich muss mich beeilen und meine Arbeit für die Galerie fertigstellen. Ein Holzkästchen mit aufgemalten Sonnenblumen. Seit wann ist das hier? Mutter hat nach der Scheidung selbst Karriere gemacht. Sie ist eine unheimlich starke und unabhängige Frau. Alle meine Zeichnungen seit meiner Kindheit. Sie spiegeln meine Reise durchs Leben wider. Vater sieht nach der Scheidung jünger aus. Hier sind alle meine Lieblingsromane. Ich entspanne mich und lese nach getaner Arbeit. Souvenirs von meinen Reisen. Du darfst auch Mauri sagen. Okay, Mauri, ich versuche es mir zu merken. Irgendwie schon sehr doll drin, dass ich dich Maurice nenne. Meine Bilder für die Ausstellung. Ich habe das Gefühl, mich noch mehr anstrengen zu müssen. Fußgänger, die an einem Regentag durch diese graue Stadt spazieren. Dem fehlt aber das gewisse Etwas. Ein Design, mit dem ich Preise gewonnen habe. Ein Foto mit Mutter. Ohne ihre Unterstützung hätte ich nicht den Mut, meinen Traum zu verwirklichen. Wir kommen der Küche näher. Ich mache mir eine Tasse Kaffee, damit ich besser malen kann. Okay. Okay. Ja? Ah, okay. Der Duft kommt von Kaffee, mein Lieblingsduft. Erledigt. Ich trinke ihn später beim Malen. Zu erledigen. Erstens Musik, zweitens Frühstück, drittens Anschreiben, viertens Kaffee, dann weitermalen. Okay, da wird die Reihenfolge ein bisschen durcheinander gebracht, aber schon okay. Dann machen wir mal Frühstück. Mein Magen knurrt. Wird Zeit, dass ich mir Frühstück mache und Energie für den Tag tanke. Ah, ich muss nur kurz meinen Bauchgürtel neu machen. Der hat nämlich jetzt irgendwie eine Falte drin. So kann ich mich nicht konzentrieren. So. Besser. Also, wir nehmen ein Ei. Und machen es in die Pfanne rein. Gibt es eine Pfannenwende? Help me? Hallo? Ah, Brot in den Toaster. Okay. Errungenschaft freigeschaltet. Da rinnt nichts mehr. Ja, perfekt. Dann rein da. Drauf da. Miam, miam, miam. Ah! Nom, 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 nom. Miam, miam, miam. Ich bin satt und zufrieden. Dann legen wir mal los. Ich trinke gerne etwas Kaffee beim Malen. Haben wir den jetzt? Ich denke schon. Ja! Aber mit Tee lieber gewesen wäre. Eine Katze! Guten Morgen, wie geht es Ihnen? Dieser alte Mann ignoriert mich immer, aber seine Bilder sind wunderschön. Ich mache jetzt ein paar Skizzen. Die Katze hat sich eingerollt und schläft. Oh,
alte Katze des alten Mannes. Oh, wie cute ist das denn bitte? Was für ein wunderschönes Gemälde. Ich glaube, das habe ich schon irgendwo mal gesehen. Eins der Bilder des alten Mannes. Ich habe ein ähnliches in meinem Zimmer gesehen. Dieser alte Mann, der immer malt, bemerkt mich anscheinend nie wirklich. Der alte Maler von gegenüber, Experte für Landschaften in Öl, malt die ganze Zeit, ignoriert mich ständig, lebt alleine. Was er wohl für Geschichten zu erzählen hat? Ey, die Atmosphäre ist ja so schön. Kann ich weitermalen? Ich mache eine Pause und tue etwas anderes. Musik haben wir, Breakfast haben wir. Anschreiben? Vielleicht ist das Anschreiben nicht fertig. Einige meiner Übungsentwürfe. Jeder kleine Schritt bringt mich näher an meinen Traum heran. Das stimmt. Achso, ich kann. Ah, ich kann durchs Zimmer. Ich verstehe. Ich glaube, wir sind einmal durch, ne? Bett noch? Mein Schlafbereich und Dinge des täglichen Gebrauchs. Da sind noch mehr Bilder. Bestimmt wäre ein Spaziergang durch dieses Lavendelfeld wunderschön. Ja, garantiert. Sonnenschein, ein Plätzchen in der Ecke und guter Kaffee. Hier würde ich gerne einen netten Nachmittag verbringen. Das ist wahrscheinlich das, was sie meinten. Ja. Mitten in diesem goldenen Weizenfeld steht eine Staffelei. Wie gern ich dort sein würde. Ich bin anscheinend aus dem Spiel rausgetappt. Okay. Wie gern ich dort malen würde. Mein College-Diplom. Echt schade, dass ich nicht Kunst als Hauptfach gewählt habe. Leere Farbdosen mit dicken Schichten eingetrockneter Farbe. Alle? Okay. Der alte Mann ist immer noch so auf sein Bild konzentriert. Ich muss auch mein Bestes geben. Das ist jetzt ein bisschen leise. Dankeschön, KZ1KR. Vielen herzlichen Dank für den verschenkten Zappern-Sonnenhexer. Dankeschön. Danke, danke, danke für deinen ganzen vielen Support. Was soll ich machen? Achso, den Alert ein bisschen lauter machen. Geht gleich weiter. Ah, wobei alle Töne gerade ein bisschen leise sind. Ist das Spiel so laut? Und die liebe Franzi ist da. Einen wundervollen, cuten Abend an dich. Danke für den Blubstrahl. Hallo, ihr lieben und schönen Menschen. Das gebe ich gerne an alle weiter. Ach, ich habe die Desktop-Audio leise machen müssen wegen dem Spiel. Ich verstehe. Ich hoffe jetzt sehr, dass unser Fortschritt gespeichert wird. Drücken zum Starten. Einstellungen. Die Musik muss leise. So, jetzt soll die Desktop-Audio... Jetzt sollte alles eigentlich ganz gut sein.
Brauchst du irgendwas dringend von deiner Wunschliste? Jetzt nicht mehr. Ich habe vorhin drei Sachen bestellt. Aber nee, aktuell bin ich relativ wunschlos glücklich, würde ich behaupten. Hab vorhin, upsala, Entschuldigung, hab vorhin neue rosa Briefumschläge bestellen müssen, weil die fast leer sind, was aber schön ist. Und dann habe ich mir jetzt einen neuen Ordner bestellt und neue Klarsichthüllen. 4x A6, weil mein einer Postkartenordner schon voll ist. Also ja, das ist doch sehr gut, würde ich sagen. Über die Käufe habe ich mich gefreut. Und ich habe heute auch eine Twitch-Auszahlung bekommen. Und jetzt habe ich auch Hilfe bekommen für das Februar-Motiv, für die Postkarte. Und jetzt gucke ich, dass ich in 1, 2 Wochen dann endlich das Februar-Motiv und das März-Motiv bestellen kann. Und dann gibt es neue Postkarten. Ich bin schon total hibbelig und freue mich ganz doll. Und das ist alles nur durch euch möglich. Und ich finde es ganz, ganz wunderbar. Ja, ganz viele Anfall-Emotes. Anfall-Emotes sind gut. Der Einsendetermin nähert sich. Ich muss mich ja mehr anstrengen. Okay, dann würde ich schon sagen, dass wir nochmal an den PC müssen. Witzig, hatte das alles schon im Einkaufswagen, nur noch nicht bestellt. Oha! Ich habe auch extra nochmal geguckt gehabt, weil ich kann sehen, ob irgendwas gekauft wurde. Und da war aber nichts, deswegen. Aber jetzt müssten die auch nicht. Jetzt, also lösch die mal ganz schnell, bevor. Also ich meine, irgendwann kann ich die auch wieder gebrauchen. Aber ja, ich lösche sie gerade auch mal aus dem Wunschzettel. Wobei, die werden, glaube ich, gar nicht mehr angezeigt. Ja, genau. Ach so, aber falls du mir eine Freude machen möchtest, also ich brauche es nicht, aber diese A4-Indexbinder, die weiter Blumenteiler, die wünsche ich mir ganz doll, weil ich habe ja verschiedene Postkarten und dann habe ich auch noch ein paar Visitenkarten und ein paar Notizblockblätter und ein paar Postkarten von Leuten, wo ich ganz viele habe und wo ich immer nur eine habe. Und da würde ich gerne so Trennblätter dazwischen tun. Also das wäre, da würde ich mich auf jeden Fall sehr, sehr doll freuen. Aber es ist nicht so, dass ich es brauche. Ah, es wäre schön. Hatte ich mir gedacht, dass du das eventuell bald bräuchtest. Aber genau, dann ist das wenigstens schon mal erledigt und dann weißt du Bescheid. Das Anschreiben ist zur Hälfte fertig, ich muss mich jetzt um andere Dinge kümmern. Im Notizbuch halte ich meine Gedanken und reiße mich jetzt fest. Jede kleine Idee ist wertvoll. Warum darf ich nicht weiter zeichnen? Die Broschüre enthält Informationen über die Ausstellung und die Galerie in New York. Ein paar meiner Malutensilien. Ich wollte gerade fragen, was Maluten sind. Wisst ihr Bescheid, ne? Darf ich weitermalen? Nee, mach eine Pause. Wie geht's hier weiter? Was habe ich vergessen? Ich habe schon gefrühstückt. Ich sollte stattdessen etwas anderes tun. Dieses Lied gibt mir morgens Energie. Ich will doch unbedingt weitermachen. Ein alter Pinsel. Gelbe Farbe. Der alte Mann. Habt ihr eine Idee? Ich werde das Haus nicht verlassen, bis ich meine Arbeit für die Ausstellung fertiggestellt habe. Das fühle ich, ja. Also wir haben Musik angemacht, wir haben Frühstück gegessen, wir haben Kaffee getrunken. Wir haben das Anschreiben weitergemacht. Hilfe!
Was genau ist das für ein Spiel? Wir wissen es noch nicht so richtig. Es geht um eine junge Frau, die gerne ihre Zeichnung in einer Ausstellung. Ja, ist nicht schlimm, dass du. Also, wir haben eben bis eben Pokémon gespielt und sind gerade vor, ich weiß nicht, 20 Minuten oder so auf dieses Spiel hier gewechselt. Und es hat alles eine sehr schöne Grafik. Zwischendrin sind mal so kleine Szenen. Und es geht einfach um eine junge Frau, die gerne ihre Zeichnungen in einer Ausstellung präsentieren möchte. Und wir haben gerade die Musik angemacht, dann haben wir Essen gemacht, dann haben. Also, okay, wir haben erst das Anschreiben gemacht, dann Essen gemacht. Oder, nee, okay, egal. Wir haben die Reihenfolge anders gemacht. Aber ich versuche jetzt weiter zu zeichnen, aber irgendwie kriege ich es nicht hin. Dann entdecken wir das zusammen. Ganz genau, ja. Ich kenne das Spiel auch gar nicht. Ich habe irgendwas vergessen. Anscheinend. Ich kann mich jetzt nicht ausruhen. Ich muss mich beeilen und meine Arbeit für die Galerie fertigstellen. I wish. Scheinbar musst du noch was machen vorher. Ja, tatsächlich. Muss die Musik eventuell weiterlaufen? Also sie läuft ja. Wir hören sie ja gerade. Also ich hoffe, ihr hört die Musik. Auch schon wieder ein bisschen zu laut, ne? Ich mach nochmal ein bisschen leiser. Aha. Einfach alles anklicken. Naja. Ich glaube, es bringt uns nicht so weit. Hier. Damit ist wahrscheinlich noch irgendwas. Ich dachte, das ist einfach nur die Game-Musik und nicht die Kassette. Tatsächlich war am Anfang gar keine Musik zu hören. Erst als wir sie eingeschaltet haben. Deswegen behaupte ich jetzt einfach mal, dass es die Musik ist. Ich habe schon gefrühstückt. Und sie sagt über sich selber, dass bei allen ihren Bildern irgendwas fehlt. Und hier haben wir den alten Mann, der hat uns inspiriert. Jetzt gesoftblockt, weil wir eine andere Reihenfolge gemacht haben. Bin nur weg, mein Freund. Bin mit Miss Housework schauen, wird lustig. Das glaube ich auch. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß und vielen herzlichen Dank, dass du da warst, KZ1KR. Bis ganz bald, hoffentlich. Ich muss jetzt mal kurz googeln, Leute. Das ist ja hier, was soll denn das? Achso, ist ein Point-and-Click-Spiel. Okay, das habe ich mir jetzt aber auch schon gedacht.
Nee, das hat mir jetzt auch irgendwie nicht weitergeholfen. Was ist los mit dir? Spannend. Franzi, du Cutie, danke schön. Sag dir auf jeden Fall Bescheid, wenn die Sachen angekommen sind. Danke schön. Ich freue mich.